Liebe Schwestern und Brüder, die Lesungen des Wochentages führen uns, manchmal auch, weil sie gerade nicht extra ausgesucht sind, zur Größe des Heiligen heute. Diese absurde Situation bei Propheten Jeremia. Wir müssen uns das wirklich vorstellen, dass die Priesterschaft, da sind die Menschen versammelt, Jeremia läuft seit Wochen mit einem hölzernen Joch auf dem Nacken herum, um deutlich zu machen, was diesem Volk bevorsteht. Das ist schon absurd genug. Eine Witzfigur. Und dann der Prophet Hanania, der vor die Menschen, vor die Priesterschaft tritt und sagt, so spricht Gott, der Herr, ich breche euch dieses komische Holz hier in zwei. Niemand braucht mehr Nebukadnezar zu dienen. Ihr werdet frei sein. Wir können uns kurz in die Situation der Menschen versetzen, was wir vielleicht lieber hören würden in vergleichbarer Situation. Und was leichter zu sagen ist. Aber wir haben gehört, wie das ausgeht. Es ist immer ganz leicht, das Einfache zu sagen, laissez-faire zu predigen, Freiheit, Freiheit der Christenmenschen, das ist ein tolles Wort. Das kommt einem so leicht über die Lippen und alle nehmen alles ganz locker. Wunderbar. Das sind die Jünger des Propheten Hanania. Das ist nicht auch der innere Schmerz eines Jeremia, der das anzusagen hat, was wirklich eintrifft. Diese absurde Situation, deren Zeuge wir geworden sind in der Lesung, passt gut auf den Pfarrer von Ars. Er ist ein Einzelner mit dem, was er versucht. In einer ziemlich verkommenen Pfarrei heruntergewirtschaftet. Aber das ist in dieser Zeit nichts Besonderes. Da hat der Bischof viele von zu vergeben. Das religiöse Leben ist erlahmt. Ein Stichwort wie Französische Revolution reicht. Zeitalter der Aufklärung, mein Gott, muss man auch nicht so ernst nehmen alles. Und an diesem Punkt beginnt Johannes Maria Vianney mit seinem Jochholz zu arbeiten, indem er die Menschen zur Umkehr ruft und viel dafür zu leiden hat. Nicht nur von Seiten der Kirche, von Seiten der sogenannten Mitbrüder, sondern auch von feindlichen Mächten, die das verhindern wollen. Es ist eine sehr vergleichbare Situation zu uns heute. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Person, dieser Mensch, dieser Heiliger uns nahe kommt. Er hat uns heute viel zu sagen. Wir reduzieren ihn schnell, und das geschieht leider auch bei ganz Frommen, zu sagen, dieser Johannes Maria Vianney war ein bisschen blöd. So sagt man das natürlich nicht, wenn man fromm ist, aber der konnte nicht richtig studieren und der war auch ein bisschen naiv, aber dafür war er umso frommer und umso heiliger. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung, liebe Schwestern und Brüder. Dieser Mann war alles andere als naiv und blöd. Der war einer der wenigen in seiner Zeit, der den Durchblick hatte. Auch wenn er sich mit seinen Prüfungen am Anfang schwer tat. Das gibt es schon einmal bei Gott. Dass Menschen auf die rechte Stunde und die rechte Situation warten müssen, bis sie in ihr groß werden. Beim Propheten Jeremia war das immer so. Er hat darunter auch gelitten, dass es seine Aufgabe und seine Größe war, immer wieder neu das Wort Gottes ausrichten zu müssen, egal welchen Inhalt es hat. Und man kann seinen Aufschrei gut verstehen. Du hast mich betört. Aber auch kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. All das kann man bei Jeremia hören und auch lernen. Und diese Lektion hat Johannes Maria Vianney gut gelernt. Diese verkommene Pfarrei wird schließlich zu seinem großen Mistbeet und wird, wenn man so will, zu einem Abbild des Paradieses. Davon gehen Impulse aus. Die Erneuerung einer französischen Kirche ist ohne diese Pfarrei, ohne diese zunächst heruntergekommene, überhaupt nicht denkbar. Und auch wir sollten von ihm lernen. Von dem, der wie Jeremia seinen Auftrag annimmt und genau darin groß wird. Wer fragt dann nach irgendwelchen Prüfungen? Und das Zweite, er tut es Jesus gleich.
Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg im Gebet. Auch so sieht man ihn. Vielleicht werden so, genau in dieser Weise, in der Annahme des Auferlegten, in dem, was zu sagen ist, ob gelegen oder ungelegen, und in einem langen, einsamen Gebet, vielleicht reifen genau so gute Priester, die wir so dringend bräuchten.